Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Denn wie das? Worüber unterhalten wir uns denn heute? Ja, ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest. Ja, aber Kai ist sauer. Nee, Entschuldigung. Kai Sauer, der finnische Botschafter, hat erzählt, wie die Russen versuchen, Finnland mit Einwanderern unter Druck zu setzen. Ja. Ist ja bekannt. Haben sie bei Helmut Kohl ja auch schon versucht, die Russen. Genau, da kamen dann die Deutschrussen nach Deutschland und haben hier alles infiltriert. Naja, in Finnland ist es aktuell. Die Russen karren anscheinend wieder jede Menge Zuwanderer an die finnische Grenze und versuchen, Europa damit unter Druck zu setzen. Das ist schon eine harte Nummer. Und dann sagt er seinen Verbündeten bei der AfD und BSW, haut mal auf den Tisch, da kommen so viele Einwanderer. Ja, logisch, Verrückte logisch muss man das nicht finden. Ne? Nee, es ist tragisch, ja. Dass die Leute den Dreck auch noch glauben. Ja. Ja, Leute glauben jeden Dreck, weil Glauben ist einfacher als Nachdenken. Das stimmt. Und Nachdenken muss man lernen. Aber so sieht Hybridkrieg gegen Europa aus. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Aber dass die Russen mit sich machen lassen, liegt vielleicht an dem hohen Wohlstand, den man in Russland hat, dass man den nicht mehr erträgt. Ja, ich glaube auch. Ja. Also die kriegen ja erzählt, dass wir alle Nazis sind. Die NATO sowieso, die Amerikaner schon gleich gar. Und die Finnen sind ja auch nicht freiwillig in die NATO. Und Schweden Ja, auch. die haben ja die Deutschen schon gemocht, da war Adolf Hitler noch am Zug. Ja. So was erzählen die denn bestimmt und die glauben das. Also mit Ressentiments kann man Völker steuern. Das ist einfach so. Und Putin ist da ein Meister in. Die hat er, die Lise Eckert neulich gereimt über die Österreicher, dass mehr zwar alle Nazis waren, haben aber ein Herz aus Marzipan. Mein Gott. Jetzt wollen wir sie nicht verharmlosen, die Schweine. Österreicher. Die Österreicher, ja. Aber wir haben ja auch ernsthafte Probleme. Ne? Also Streiks kommen jetzt, ne? Die Streiks gehen los. Ja, ist die SPD schuld? Auf jeden Fall. Und die Gewerkschaften wollen was abhaben von dem Kuchen und der guten wirtschaftlichen Lage, die es ja nach INSA oder wie der komische Zauberladen da von den Arbeitgebern heißt, gar nicht gibt. Die geht ja gerade wieder unter die Welt bei denen. Die leiden ja wie die Hunde an schlechter Auftragslage, haben kein Geld, machen keine Gewinne, hätten schon vor 100 Jahren aufhören sollen zu arbeiten. Naja, das Also Übliche. hätte man die INSM, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, schon 1863 gegründet, dann wären das hier alles blühende Landschaften, ohne Ja. Städte, ohne Menschen, Ja, ja, genau. renaturierte Moore, So ist ganz es. Deutschland. Ja, denn 1863 sind wir dann auch schon wieder bei der Sozialversicherung. Ne? Ja. Diese Arbeiter waren ja damals clever genug zu sagen, okay, wenn sich jemand irgendwie krank wird, wenn er mal alt ist und so, dann machen wir mal Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit und versichern uns da. Und Ja, da wir zahlt machen jemand. unseren eigenen Haufen auf, weil der Staat kann das ja nicht. Genau. Und dann haben die Hilfsvereine auf Gegenseitigkeit gegründet. War auch nicht schlecht, war auch nicht schlecht. Hat nicht lange angehalten, kam die große Staatsmacht in Form der alten Junker und wer sonst noch da war und Großindustriellen und hat ihnen das Geld weggenommen. Genau, und hat gesagt, wir machen jetzt eine Sozialversicherung für euch als paternalistischer Staat. Wir können das viel besser als ihr. Ja. Und dann hat Bismarck die Rentenversicherung und die Krankenversicherung und die Unfallversicherung kreiert. War ja seine Idee. Ja, der große Wohltäter des deutschen Volkes. Ja. Genau, Otto Graf Bismarck. Ja. Naja, und damit hat es angefangen, das Unglück. Ne? Ja. Im Ersten Und alle Weltkrieg. Jahre wieder wird auch mal noch mal wieder kräftig reingegriffen, weil da ist ja immer genügend Geld da, um die eigenen Ziele dann auch zu finanzieren.
Genau, ich will das jetzt nicht alles aufrollen, das ist eine eigene Nein, Sendung. Ist eine lassen wir eigene ihn. Sendung wert, aber wenn wir jetzt gucken, was unser Gesundheitsminister Karl von Lauterbach gerade wieder kreiert, meine Herren, ey, also wenn der gesundheitspolitische Sprecher der SPD im Bundestag schon sagt, die Kassen haben zu gut verhandelt, deswegen gibt es kein Kochsalz mehr und kein Antibiotika, wird mir zum ersten Mal schlecht und zum zweiten Mal schlecht wird mir, wenn ich dann höre, dass wir als Kassen und Versicherte jetzt die ganze Krankenhauskiste am besten alleine bezahlen und bei uns die Beiträge erhöht werden. Statt dass man mal alle beteiligt an diesen Kosten, ob Beamten, Politiker und so weiter. Ich kann es nicht mehr ertragen. Seit 35 Jahren fordert die SPD die Bürgerversicherung und was macht der SPD-Gesundheitsminister? Naja, gut, er hat noch nie die Mehrheit gehabt, aber gut, das soll keine Entschuldigung sein. Wir müssen da ein bisschen mehr ran. Übrigens, Kochsalz wird es ja dann in großen Mengen geben, wenn erst die Entsalzungsanlagen an den Windkraftturbinen in der Nordsee in Betrieb sind. Dann haben wir genug Kochsalz. Also dann brauchen wir keine Firmen mehr in Indien oder in Pakistan Pakistan. oder China. Ja, genau. Dann wird es auch nicht mehr billiger. Aber dann gibt es wahrscheinlich keine Leitungen, das Kochsalz von der Nordsee bis nach Bayern zu bringen. Keine Pipelines. Ja, also Naja. wir müssen uns mal Gedanken machen über zelluläre, nein, Quatsch, über Kreislaufwirtschaft, also zirkulare Wirtschaft, zirkuläre Wirtschaft. Ich war gestern wieder auf so einer Veranstaltung, da waren ein paar Kollegen dabei, die wohl aus der Automobilbranche waren. Die glauben tatsächlich, jeder von uns wird auch in Zukunft noch ein eigenes Auto fahren. Ja, ne? Mein Auto steht zu 95% da draußen rum. Das ist Das ein ist eine Standzeug. Fehlinvestition. Ja, ein Standzeug. Und auch die Autoindustrie in den Staaten zum Beispiel haben ganz andere Konzepte im Sinn. Aber die Deutschen sind ja führend, die möchten auch gerne noch ein paar Verbrenner bauen. Also können wir so weitermachen wie bisher. Müssen wir uns nicht Naja, ist bewegen? halt ein Wirtschaftsfaktor, den du nicht einfach so abschalten kannst. Dann bricht einiges zusammen. Aber egal, gut, wir müssen es trotzdem ändern. Aber was auch geändert werden soll, ist ja die grüne Revolution, die soll mit Atomkraft laufen künftig. Oha. Damit die großen Rechenzentren, die sich mit die mit KI-Systemen gefüttert werden, auch genügend Energie haben. Na toll, wunderbar. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Atomenergie Für für die künstliche KI. Intelligenz. Ja. Das reimt sich, mein Lieber. Atomenergie für die KI. Naja, es sind halt mehrere Terawatt, die da jährlich rausgeblasen werden für KI. Das darf man nicht verheimlichen. Auch das muss man mal diskutieren. Vielleicht gibt es auch da andere Konzepte. Könnte das sein? Naja, erstmal die KI-Revolution findet jetzt statt. Die Entwicklung, also auch die Ausbreitung der ganzen Geschichte findet jetzt statt und nicht erst in 17 Jahren, wenn diese neuen Atommeiler ans Netz gehen könnten. Ja. Wenn es sich überhaupt Investoren finden, aber ich meine, wenn Elon Musk und diese Typen ihr Die haben Geld doch in genug Geld. Atomkraft stecken wollen, ja. Die haben doch genug Geld. Und was interessiert die Umwelt? Die fliegen ja dann sowieso zum Mars und siedeln um auf den Mars, wenn es hier alles zu Ende geht. Gehören sie ja mit ihrem SpaceX-Projekt zu denjenigen, die abhauen können. Ne? Naja, Harris hat anscheinend gestern auch schwer zugeschlagen gegen den guten Donald, ne? Hat ihn für krank erklärt und Ja, der konnte antiamerikanisch. sich kaum wehren. Der Moderator von Fox News, der hat nur wie betröppelt dabei gesessen. Naja, es ging schon kontrovers zu, aber ich glaube, sie hat sich ganz gut geschlagen. Ob das was nützt, weiß ich nicht. Ja, wir müssen Der ja auch. Donald Trump hat immer wieder Glück mit seinen Lügen, kommt da immer wieder durch und setzt damit die Themen und ja, und dann ist der dumme Ami mit seinem Wahlkreuz schnell an der falschen Stelle. Oh gut. Was wollen wir machen, ne? Sind Sie hier ja auch schon zu 30, 40, 50%? Ja, wenn man anguckt, was sich Wagenknecht und Co. da leisten, also gemeinsam gegen die Demokratie, BSW und AfD, schon eine Ja, Leistung. nee, nicht Alterspräsident, Landtagsvizepräsident in Brandenburg. Auf Vorschlag von BSW. Ja, geil. Von der AfD.
Gut. Ja. Herrlich. Ich Davon freue haben die mich. da, davon haben die damals bei der Volksfront, bei der SED immer nur geträumt. Ne? Die BSW macht es. Ja. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lächerlich. Ja. So, also ich glaube, Titi insistiert heute auch, dass wir Schluss. Ja, Titi möchte gerne an die frische Luft gesetzt werden. Ich würde ja auch gerne einige noch an die frische Luft setzen, aber dazu reicht meine Armlänge nicht. Genau, probieren wir morgen wieder, ne? Ja. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ja, heute waren wir zu dritt. Mein Hund hat mitdiskutiert. Genau, so ist das. Kann jeder mitreden. Ja, ihr auch.